Es ist der größte Angriff auf die Supermacht. Und in den USA gab es keine Ahnung, keine Vorwarnung. Um kurz vor 9 New Yorker Zeit rammt ein Flugzeug den ersten Turm des World Trade Center. Genau 18 Minuten später fliegt ein weiteres auf den zweiten zu und schlägt auf. Beide Maschinen wurden vorher entführt. Zusammen waren 156 Menschen an Bord. Etwa eine Stunde später stürzt eine Boeing 737 auf das Verteidigungsministerium in Washington. Ein Teil des Gebäudes ist verwüstet. In der Zwischenzeit kollabiert der erste Turm des World Trade Centers in New York. Kurz danach der zweite. Zu dieser Zeit sind die 110 Stockwerke der Türme gut besetzt. Rund 50.000 Menschen arbeiten hier. Für die meisten hatte der Arbeitstag gerade erst angefangen. Panik auf den Straßen, Rauch überall. Asche zentimetertief. Die Rettungskräfte kommen nur schwer durch, der Verkehr bricht zusammen. In dieser Zeit stürzt ein Flugzeug in der Nähe von Pittsburgh in Pennsylvania ab. 45 Menschen waren an Bord. Das Pentagon brennt und in Washington gibt es jetzt Meldungen über Explosionen kleinerer Bomben. Der Westflügel des Weißen Hauses, das Außenministerium und sämtliche Regierungsgebäude in der Nähe werden evakuiert. Es macht mir große Angst, sagt diese Frau. Ich will nur noch nach Hause. Ich bin geschockt, dass wir so völlig unvorbereitet sind, sagt eine andere. Es gab zwar keine richtige Warnung, aber die Situation war politisch schon sehr angespannt hier. Der Präsident war heute auf Schulbesuch in Florida, als er die Mitteilung bekam. Kurz darauf, schon auf einem Zwischenstopp auf dem Weg nach Washington, seine Reaktion. Die Vereinigten Staaten werden alle nötigen Maßnahmen ergreifen, sagt er. Wir werden diejenigen, die für diese feigen Anschläge verantwortlich sind, jagen und bestrafen. Ich bin in ständigem Kontakt mit dem Vizepräsidenten, dem Verteidigungsminister, dem Nationalen Sicherheitsrat und mit meinem Kabinett. Wir haben alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um das amerikanische Volk zu schützen. Unser Militär hier in den USA und auf der ganzen Welt ist in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Und wir haben alle Maßnahmen ergriffen, die nötig sind, um die Funktion der Regierung hier in Washington sicherzustellen. Wir sind in Kontakt mit den Kongressmitgliedern und mit allen politischen Führern dieser Welt, auch um ihnen zu versichern, dass wir alles tun, um Amerika zu beschützen. And with world leaders to assure them that we will do whatever is necessary to protect America. Die Rettungsarbeiten dauern an. Aus dem ganzen Land wurden inzwischen Hilfskräfte zusammengezogen. Die Menschen verlassen, fliehen aus New York und aus Washington. Schock, Hilflosigkeit und die Hoffnung, dass jetzt nichts mehr passiert. Es ist ein zweites Pearl Harbor, sagen hier viele, aber es wird wohl mehr Opfer geben. Die Supermacht wurde an ihren empfindlichsten Stellen getroffen, den Zentren für wirtschaftliche und militärische Stärke. Jetzt fragen hier viele, wie wird die Supermacht reagieren?